zu bauen in Tropicraft. Das wird lustig. Aus Bambus. Irgendwann ist hier schon wieder falsch. Aber ich kann das ganze Glas eigentlich fast stehen lassen. Ich muss es nur ein bisschen anders machen. Ist ein Creeper? Ja. Oder bist du das? Das sah, ich habe deine Gangart schon ein bisschen erkannt. Das kannst da dann du wie kannst du einen Hut anziehen? Ich hab's rausgefunden. Muss einfach H drücken. Und dann auswählen. Das habe ich ganz zufällig rausgefunden. Es gibt sogar Hosen als Hut. Hey. Richtig geil. Was habe ich noch? Boah, es gibt so krasse Hüte. Alter, wie viele es einfach gibt. Es gibt diesen Party-Hut, der ist auch richtig geil. Party-Hat. Mr. Bubbles. Die habe ich auch. Ich habe auch diesen Pikachu-Hut. Ich finde die so lustig. Ich bin zufällig auf die Taste H gekommen und dann kam das. Hätte ich sonst nicht bemerkt. Ganz krass. Das ist schon richtig. Ich habe eben immer B gedrückt aus Versehen. Ich bin immer ganz zufällig darauf gekommen. Ja. Meinen müsste man eigentlich auch. Das ist ja so eine Party-Hut. Genau, Party-Hut. Ich habe auch schon das Minecart als Kopf, habe ich auch schon gefunden. Ist so witzig. Okay, kein Glas mehr. Ach, dann kann man reingehen. Gibt's hier noch genug Glas? Sieht vor allem geil aus mit dem Skin, der Hut. Ah, Trollface. Das muss ich auch noch freischalten, das habe ich noch gar nicht. Boah. Ich hab geschossen. Es gibt so viele Hüte. Skelett. Es ist tot. Ah, so. Oh nein, er ist explodiert. Ist mir eben auch passiert, leider. Das ist jetzt richtig viel Glas. Müsste eigentlich für... So, 64. Oh, das sieht geil aus. Trollface plus Dubstep Gun. Aber die Dubstep Gun, guck, das ist jetzt die neue. Hast du TNT? Hast du Redstone? Ich hab nichts von dem allen. Ach man, die braucht die Munition. Naja, ich hab nämlich nichts davon. Ich baue mir das auch gar nicht, deswegen. Oh nee, guck, was kommt. Guck, was im Fernsehen kommt. He-Man. Ist ein Bild. Ich finde das so witzig. Muss man den mit Redstone craften und Glas? Das ist echt nicht kompliziert. Ja, Subse. Aber es müsste eigentlich auch größere TVs geben, weil das soll ja eine Luxuswohnung eigentlich werden. Aber es ist so ein kleiner Röhrenfernseher, ist ja dann egal. Ja, ja. Ist ja Retro. Wo war ich? Ich war hier, genau. Schon wieder komplett aus dem Konzept bin ich. Das muss weg. Ich hoffe mal, ich habe das richtig jetzt abgehauen, das Glas. Guck mal. Ich gucke. Haha, Witherkopf. Gib auch so einen komischen Trinkhut, wo man einfach so zwei Wasserflaschen hat. Der in der Mitte der Überkopf hat eine Sonnenbrille an bei mir. Soda-Top. Und oben noch so einen blauen Streifen. Ich hab irgendwie so einen komischen Redstoner-Set, der ist auch richtig lustig. Raccoon. Pighead, der ist auch geil. Partyhut ist aber lustig. Ich habe einfach 7 Seiten von diesem Scheiß. Okay, ist auch nicht schlecht. So, diese Figuren auf dem Kopf. Gibt auch so einen komischen Swag-Kopf. So mit so einer Cap. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Snapback. Genau, die gibt's. Ah, hier. Das ist so geil. Warte kurz, ich suche gerade, ob ich auch so einen habe. Like a Gangster. Da können wir beide Boss sein. Wie hieß denn das nochmal? Ich guck mal. Das ist G-Tanky's Cool. Komischer Name, aber so hieß der. Ich habe irgendwie ein Skelett oder einen Creeper damit besiegt. Oder ein Zombie war das, der hatte den auf. Ja, den habe ich auch, den Pikachu-Hut. Den Pikachu-Hut habe ich auch noch, der ist echt lustig. Ist Pokémon-Musik eigentlich lizenzfrei? Nee, oder? Nein, leider nicht. Warum benutzt ein Broken Crumbs manchmal das in ihren Videos? Weiß man nicht. Vielleicht haben die irgendeine lizenzfreie Version. Ich weiß es auch nicht. Ich würde jetzt gern Pokémon-Musik reintun. Ja, das würde jeder gerne wahrscheinlich. Weil das geil ist. Jetzt habe ich das Glas endlich richtig angebracht. Jetzt habe ich ein bisschen was verschwendet. Aber noch einen Snack hier übrig. Sehr geil. Dann kann ich das ja fürs andere verwenden. Ist ja da keine Connected Textures. Finde ich doof. Du weißt, was wir machen müssen? Wir müssen eine unterirdische Dings zu meinem Haus. Also von deinem Haus zu meinem Haus. Können wir sogar machen wahrscheinlich. Aber es bringt nicht so viel, weil du ja auf Stelzen wohnst. Ja, und dann so ein Lift aus Wasser. Ja, so ein Lift, den kann man auch bauen. Oder mit Minecart kann man auch irgendwie Lift bauen, aber ich weiß aber nicht, wie das geht. Ja, ich weiß, wie das geht. Das haben die ja hochbauen. Bei Craft Attack haben die das ja. Richtig professioneller Lift. So, Playlist. Güter, du hast Schwarzpulver. Ja, aber ich kann TNT. Ja. Und nicht so viel Schwarzpulver. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, 5 Stück oder vielleicht 10. Voll wenig. Ist scheiße. Ich geh mal schnell zu meinem Haus. Und jetzt kommen, eigentlich muss ich die Fenster jetzt reinmachen, aber ich sag mal, ich bin faul und bereite jetzt schon mal alles für die Tropen vor. Ich habe jetzt echt Bock, ich will jetzt Ferien. So. Ich habe mir auch extra
Weil jetzt dieses sommerliche Wetter ist extra schon ein bisschen Eistee bereitgestellt. Boah, das ist so ein geil, das ist ein so geiles Zeug. Das macht so süchtig. Ah. Danke für das tolle Produkt. Sehr schön. Boah, dieses Zeug, ey. Richtig krass. Er sagt nochmal hi. Ja, ich bin eben gerade bei ihm. Ach so, ja. Ich muss auch mal gucken, überhaupt, was hier überhaupt die ganzen Leute gebaut haben, weil er war ja auch im Stream, der Evoldux. Ihm gehört, glaube ich, das Haus hier, warte. Ich dachte nämlich schon, ich mach mal einen Fledermaus-Mode, ja, so. Ab eine Fledermaus, damit kann man das besser machen. Das war hier irgendwo, ne? Das ist da oben auf dem Berg, ja. Ich fliege da mal hin. Oder das kleine Haus, genau, das könnte wirklich eigentlich ihm gehören. Das andere war ja Mads Haus. Ich glaube, der hat auch schon weitergebaut. Ah, hat das Dach aufgemacht. Das ist das Einzige, was ich so gesehen habe. Das ist aber schon gut eingerichtet hier. Hat auch schon Stühle und sowas. Er konnte irgendwie keine Holzstühle craften. Hey, das ist aber echt nicht schlecht. Vor allem sieht der Cobblestone ja auch nicht mal so schlecht aus in dem Texture Pack. Und Lager hat er auch schon gebaut. Sehr gut, sehr gut. Ist ganz geil geworden. Matt. So. Er baut jetzt gerade offscreen. Okay. Dann nimmt er wohl gerade nicht so auf. Und beim Knie sieht es auch gut aus im Haus hier schon. Und mein Haus ist noch lange nicht fertig, aber von oben sieht es auch wieder mega komisch aus wahrscheinlich. Ja. Es ist aber nicht mal asymmetrisch geworden am Ende. Es ist sogar fast komplett symmetrisch. Von der Grundform her ist es auf jeden Fall symmetrisch. Bist du gerade in der Aufnahme? Wir sind beide. Ja, genau. Wir können natürlich auch zusammen alle aufnehmen. Hätte ich natürlich auch. Ja. Luscht. Willst du dazu? Ich habe eben ein Problem. Meine Mutter hat gesagt, ich muss jetzt runter essen. Nein! Weil mein Vater ja Geburtstag hat. Oh nein! Dann mute ich mich einfach und dann komme ich. Also Leute, ich beende hier mal die Aufnahme. Komm dann wieder und ja, ciao. Ciao. So, okay. Dann bin ich jetzt mal weg. Alles klar. Okay, also, ich leg nicht auf, ich mute mich einfach. Alles klar. Sehr gut, okay. Ich bereite schon mal in der Zeit, wo der Knete nicht da ist, was für die Tropen vor, damit wir alle zusammen dann da rein können in das Portal. Und dann können wir die Tropen. Und wie gesagt, dieser Eistee, ne? Ich sag's euch, der ist so verdammt... Ey, diese Leute da draußen, diese Kinder. Ich hoffe, man hört es am Mikrofon jetzt nicht, dass die da draußen mega rumschreien. Das... Alter. Man wird's hören. Ich muss gleich das Fenster zumachen, obwohl es mega warm hier drin ist. Wir haben nämlich momentan geschätzte 58 Grad. Es ist mega warm, also richtig krass warm ist es. Und ja, ich weiß nicht, ob das hier so geil wäre, wenn ich das Fenster jetzt zumachen würde, weil die Sonne halt auch, ne? Was habe ich gerade eben gesagt? Weil die Sonne auch, Das hat nichts mit der Sonne zu tun, aber egal. Ich bereite schon mal was für die Tropen vor, denn ich werde mir jetzt einen Platz suchen, wo ich das Portal aufstelle. Ja, ja, Freunde, das Portal wird jetzt aufgestellt bald. Die Pina Colada im Anschlag natürlich. Und wenn ich das verpasse, wenn ich die Pina Colada versaue... Moment mal, scheiße. Ich muss noch eine craften, weil wenn ich nur eine habe, dann komme ich nicht mehr zurück aus den Tropen. Eieiei, da muss ich mal ganz kurz eben suchen, ob ich noch was habe. Habe ich noch Kokosnüsse und sowas? Nee, habe ich noch Bambus? Ja, ich habe noch Bambus-Shoots. Das sind aber zwei zu wenig. Eine zu wenig ist das. Ist aber nicht schlimm, weil davon haben wir noch was. Ich fliege einfach jetzt kurz, ist mir jetzt egal. Wir müssen aber noch alles zusammenbekommen, weil Ananas haben wir, glaube ich, sogar noch ganz viel. Und Kokosnüsse kann man sich von den Palmen einfach holen. Das müsste eigentlich kein Problem sein. So. Hä, wir müssen noch mehr Bambus-Shoots haben. Wir haben locker viel mehr Bambus, als wir hier gerade vortäuschen zu haben. Natürlich haben wir mehr. Wir haben so viel abgebaut mittlerweile von dem Bambus, dass wir haben auf jeden Fall was. Was wir nicht haben, sind Ananas. Oder Ananas. Ich glaube, die Mehrzahl von Ananas ist jetzt einfach für mich Ananas. So. Beschließe ich jetzt einfach mal. Und hier oben müssten ja Kokosnüsse sein. Ich habe sogar ein Schwert dabei, aber kein Platz im Inventar. Doch, habe ich sogar. Bin auch schlau. So. Wie viele Stück sind das jetzt? 5 Stücke, die reichen für 5 Pina Coladas, kein Problem. Aber, nee, keine Bambustasse mehr machen, weil die behält man, wenn man die Pina Colada austrinkt, ist ja auch kein Wunder. Die Bambustasse verschwindet nicht, also kein Problem. Ich muss mir noch mal kurz, Ananas habe ich bestimmt hier irgendwo noch, oder?
Hab ich das nicht? Doch, habe ich da. Da 14 Stück. Ich nehme mal eine mit. Eine reicht. Oder besser gesagt zwei, weil dann können wir noch ein paar mehr craften, wenn wir irgendwie mal hin und zurück müssen, wenn wir irgendwie Items vergessen haben. Ich weiß es ja nicht. Ich nehme übrigens nichts in nach Tropicraft mit. Noch ein, vielleicht ein paar Diamanten als. Ja, für ein Schwert nochmal ein paar Diamanten. Und ja, das werde ich machen. Die Blume kann man hier kurz rein. Ein Schwert für Diamanten. Ein bisschen Holz muss ich auch mitnehmen. Ich nehme ein bisschen das ganze Pinewood mit. Wobei, da gibt es eigentlich auch Holz, ne? Was heißt eigentlich, es gibt da Holz. Also von daher ist es vollkommen egal. Was hat eigentlich der gute Infinity geschrieben? Oder Evolux? Ach, der hat nur noch das, den Smiley geschrieben. Also, passt voll wegen 7 Folgen. Okay. Dann können wir momentan gerade nicht aufnehmen. Die Playlist, es muss auch minimiert werden. Irgendwie habe ich das Playlist-Fenster ganz groß auf Fullscreen irgendwie gehabt. Das darf natürlich nicht sein. Das muss anders laufen. Ich guck mal kurz bei Skype rein, ob jemand noch da ist. Sind alle beschäftigt, also nehmen wir wahrscheinlich alle gerade auf. Außer Evodux. Aber der ist ja am Zocken, deswegen. Der Kneti ist noch in Skype, also. Ja, wird glaube ich fürs Internet nicht so gut sein, wenn der noch da drin ist und wir die ganze Zeit hier das Internet für Skype verbrauchen, aber. Wisst ihr, was ist Wayne? Was wollte ich noch mitnehmen? Ich wollte Diamanten mitnehmen für ein Diamantschwert, weil wir noch ins Craften müssen, dringend. Ich nehme einfach mal 5 oder, keine Ahnung, 6 Diamanten mit für ein paar Waffen und so. Ich nehme mal meinen Stack Eisen mit. Ich muss jetzt echt planen für die Tropen, ne? Echt planen. Ein Cobblestone nehme ich auch mit ganz viel. Ich nehme mir. Ich nehme von jeder Holzsorte ein bisschen was mit. Ein Crafting Table nehme ich mit. Ich nehme mir Kohle mit. Dafür muss ich mir aber noch mehr mitnehmen. Ich nehme mal, guck, einfach ein 32er Stack hier rein. 50 Eisen, Essen haben wir noch genug, zum Glück. Sonst war es das aber auch, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Klar, Spitzhacken haben wir noch, wir haben Iron Pickaxe, das können wir noch mit Diamanten nachcraften oder mit Eisen, was wir ja dabei haben jetzt. Und dann würde ich sagen, oh, es wird gerade Nacht, es wird bald Nacht, es wird bald Nacht, wir müssen mal den Ort auswählen, wo das Portal stehen soll. Ich würde sagen, das Portal kommt, ich weiß es nicht. Es darf halt nicht, es muss eine freie Fläche haben, das Portal. Schaufel, habe ich die noch dabei? Ja, ich habe noch eine Schaufel. Ich muss es echt verdammt schnell machen, ne? Weil es wird gleich dunkel. Ja, super. Hat er richtig viel gebracht jetzt. Total. Es muss eine freie Fläche geben. Oh Gott, ich muss mich verdammt nochmal beeilen, ne? Es muss richtig dämmern und dann können wir in das Portal rein. Ist das genug Fläche? Müsste eigentlich genug Fläche sein. Nee, 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 das geht nicht. Der darf da nicht hin. Der muss in Richtung der Sonne stehen. Ja, das wird das für das Portal ein bisschen knapp werden, ne? Sonst baue ich das einfach noch aus. Pina Colada in die Hand und, komm schon, es muss klappen. Hä? Ich kann nicht trinken. Nein! Moment mal. Mir ist gerade ein bisschen was faul, ne? Unsere Hungeranzeige ist weg. Hä? Ach, es hat geleckt! Scheiße! Nein! Es hat geleckt, deswegen konnte ich die Tropen nicht aktivieren eben gerade. Oh, ist das scheiße. Ich bin doch gar jetzt tot oder so. Ey, ich bin eben gerade irgendwie gestorben, weil das ist manchmal so, dass man bis zum Bedrock runterfällt und dann spawnt man wieder oben. Das jetzt zum Beispiel, ich kann nichts sehen. Ja, ist zu spät für die Tropen. Kann's vergessen. Hä? Ja, ich sehe nichts. Ich sehe nichts, sorry, aber. Ich lebe aber noch zurück und dass unsere Hungeranzeige auch wieder da ist, hat eben gerade nur gelaggt, deswegen. Hä? Na geil, scheiße, wir sind fast tot. Ey, puh, das ist richtig scheiße jetzt gerade gelaufen, Mann. Wir haben es einfach verkackt. Wir haben die Tropen verpasst. Oh, Mist. Aber deswegen ist es auch gut, weil wir es verpasst haben, denn wir können dafür den Platz für das Portal noch ein bisschen wählen. Wir können aber vielleicht auch in der Zeit mal einen anderen Platz suchen, weil das Portal kann natürlich hier hin, muss aber nicht hier hin. Der Platz ist auch ein bisschen klein für so ein Portal, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wir müssen aber es irgendwie zentral aufbauen. Das wäre halt schon perfekt eigentlich, wenn es hier stehen würde. Ich kann natürlich auch egoistisch sein, das Ganze bei mir hinstellen, aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte es ja eigentlich alles, ja, ich komm, weißt du was, das bleibt jetzt einfach hier, das Portal wird jetzt einfach hier hingestellt und ich hole mir noch eine kurze Schaufel und grab dann in der Nacht ein bisschen an dem Portal weiter. Ich mach's einfach jetzt so, dass ich einfach jetzt eine Schaufel noch crafte. Habe ich noch ein bisschen Sticks, habe ich keine mehr. Aber ich crafte mir nochmal kurz eben eine neue Schaufel und dann gehen wir einfach da ein bisschen weiter. So. Ist nichts mehr drin. Okay, wir haben aber alles eigentlich gemacht. Wir haben das Glas schon hier hingesetzt. Wir haben das perfekt fertig. Wir haben noch 62 Glasscheiben. Wir können. Nee, Moment, wir haben keine Zeit mehr dafür. Wir können jetzt nicht einfach noch in der ganzen Nacht die ganzen Fenster hier reinmachen. Geht nicht. Wir müssen uns beeilen ein bisschen. Wir haben ja gerade Nacht erst. Es hat gerade erst angefangen.
Und wir haben den ganzen Tag auch noch Zeit. Wir können es eventuell doch noch machen, dass wir nochmal die Fenster eben reinhauen hier. Müssen wir aber nicht machen.